So, ich begrüße euch, ihr Lieben, ihr Fans von Bodybuilding und Fitness. Ja, wenn man sich ja mal umschaut, kommt ihr vielleicht schon auf die Idee, was wir heute machen könnten. Wir wollten was ganz Spezielles heute abdrehen, was zur Unterhaltung für euch sowieso. Und haben gedacht, wir gehen bei dem Wetter, gehen wir raus an den Rhein, oder in dem Fall sind wir am Main, und werden ein bisschen schwimmen gehen. Ein bisschen entspannen, relaxen. Ich meine, die Örtlichkeit bietet es ja an. Und da seid ihr noch ganz dicht. Ein Scheiß machen wir, was will ich schwimmen? Es ist viel zu kalt zum Schwimmen. Natürlich ist es ja ganz nett. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht, 3,5 Stunden im Auto unterwegs nach Frankfurt, besser gesagt nach Kelsterbach. Und die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die werden mit Kelsterbach nichts anfangen können. Aber wir sind hier in Kelsterbach, weil hier gibt es ein Fitnessstudio. Und zwar, wenn man hier mal rüberschwenkt, da drüben, das werden die wenigsten von euch kennen. Außer ihr seid in meiner Generation, dann kennt ihr den Anblick und wisst eventuell, was sich dahinter verbirgt. Und zwar ist es das Ottwald Gym. Das ist schon, das ist, wie soll ich sagen, das hat richtig Historie. Und zwar hat es so viel Historie, dass einer der besten Bodybuilder der Welt hier regelmäßig trainiert hat. Und zwar ist seit 2001, war niemand anderes als Markus Rühl hier zu Gast regelmäßig zum Training. Und in seine Fußstapfen wollte ich früher schon immer treten. Habe es zwar vielleicht vom Körper her nie geschafft und auch nicht von den Titeln, aber ich kann zumindest mal an seinen Hanteln ran. Ich werde auch nicht die Gewichte bewegen, die Markus damals bewegt hat, aber ich werde mit Sicherheit genauso viel Spaß haben und mit derselben Leidenschaft trainieren. Ich bin nicht ganz alleine heute, weil alleine ein Trainingsvideo zu machen ist langweilig. Ich habe noch jemanden eingeladen, einen guten Freund, und wer das ist, das werdet ihr jetzt sehen. Ich nehme euch mal mit, ich zeige euch ein bisschen was im Fitnessstudio, erzähle euch ein bisschen was von diesem ganzen geschichtsträchtigen Fitnessstudio, und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Es wird ein Schulterworkout, genau, heute trainieren wir Schultern. Und alles, was drumherum noch passiert, das seht ihr gleich. Noch ganz kurz. Also der Rui war beteiligt an dem Fitnessstudio für ein Jahr, das weiß ich noch. Aber der Inhaber ist jetzt der Stefan Hammerschmidt. Der lebt Bodybuilding schon länger, als ich denken kann. Auch sehr erfolgreich, wurde auch mal deutscher Meister, soweit ich weiß, und bereitet viele namhafte Athleten vor. Also viele Athleten, die aus dem Gym stammen, haben auch schon den einen oder anderen Wettkampf gewonnen. Jetzt gucken wir uns das mal an und gucken mal, den wir heute mit dabei haben. Das besagte Mann, der Stefan. Top-Athlet. So, und das ist er. Hey. Der Mann, von dem ich erzählt hatte, ne? Der Robin, ihr kennt noch vom Big Zone und seine angetraute Frau. Angetraute ist noch nicht, aber wir haben ja gesagt, bald ist es soweit. Ja. Und wir wollen heute zusammen trainieren. Und was wir machen? Haben wir ja schon gesagt, du machst Schultern? Bist du einverstanden? Ich bin offen für alles. Was passiert hier im Ortsfallschirm? Mal gucken, wie das wird. Bis gleich. So, wie gesagt, wir haben schon mal angedeutet, dass wir Schulter trainieren wollen. Das machen wir jetzt auch. Erste Übung, Thrust. Ja. Für einen Trapezmuskel, gibt einen schönen Nacken. Macht mir am meisten Spaß. Man kann es auch eine Kurzhantel machen. Habe ich letztens erst gemacht, habe mega Muskelkater bekommen. Aber ich bin mehr so der Fan hiervon. Wie sieht das bei dir aus? Ich mache gar kein Nackentraining. Er macht gar kein Nackentraining. Nee, ich mache mal seitdem viel, halt. Dann zieht es automatisch mit rein. Dann. Ja, siehst du, könnt ihr auch machen. Ich habe das schon immer Nacken gemacht. Aber wächst bei mir nicht. Hier hat einfach alles Geschichte. Da hängt Blut dran, da hängt Schweiß dran. Da läuft alles schwerfällig. Da musst du schon Muskeln haben, um Muskeln aufbauen zu können für die Geräte. Tolle Keulen. Hammer, ne? Kann ich mal anfassen? wieso will denn der Jake noch die Arme anfassen? Das ist eine Anspielung, ja, auf die Instagram-Anfragen, die täglich reinkommen. Sie haben einen schönen Bizeps. Darf man den anfassen? Wie groß ist der? Wenigstens sitzt du dich. Nee, ja doch, doch. Komm, die kommen mit Sir. Sir, darf ich bei Ihnen putzen? Sir, darf ich Ihre Socken kaufen?
Robin, erzähl mal was. Wer bist du? Wie alt bist du? Warum bist du so, wie du bist? Warum bin ich, wie ich bin? Ja, also ich bin Robin von Zweidorf. Von Zweidorf? Viele kennen mich ja schon. Nicht von Dreidorf? Genau, viele kennen mich ja. Von Instagram, von YouTube. Ich war in den letzten 25 Jahren eigentlich nur Bankdrücker, sage ich mal. Und habe mich jetzt in den letzten 2,5 Jahren so mit dem Training umgestellt, weil ich auf die Bühne will, dass ich auch mal Beine trainiere und so weiter. Und als Bankdrücker hatte ich viele Erfolge, war 10-mal Deutscher Meister, war 4-mal Weltmeister, 2-mal Weltcup-Sieger, habe quasi schon als Jugendlicher mit 17 da abgeräumt, deutschen Jugendrekord. Mit 17 habe ich 180 schon gedrückt und mit 20 hatte ich dann schon 240 gedrückt, habe mir dann mal einen Trizep weggerissen. Dann mal den anderen Trizep, dann mal einen Bizep, jetzt vor letztes Jahr beim Bankdrücken bei der Europameisterschaft. Es ist einfacher, wenn Robin erzählt, was er sich nicht abgerissen hat. Aber wichtig ist, wenn ihr solche Verletzungen hattet, dass ihr wieder zurückkommt und nicht aufgebt. Und ich glaube, das ist so das Wichtige an euch, dass ihr nicht immer gleich auf die Ärzte hört. Die Ärzte, gibt es viele, die sagen, ihr werdet das nie wieder können. Hört da nicht drauf, sucht euch einen vernünftigen Arzt. Also ich war jetzt Gott sei Dank beim Dr. Ritsch und da ist er wieder. Hier nochmal 1000 Dank an Dr. Ritsch. Also der hat mir letztes Jahr, nachdem ich mir bei 310 Kilo im Bankdrücken den Bizep abgerissen habe, den angenäht. Und er ist wieder wie neu. Also ist besser als davor. Noch besser. Er wird auch zeigen, wie stark er ist jetzt beim Training. Ganz wichtig. Ja, ich war auch beim Ritsch zweimal. Zweimal sogar? Ja, Brust und Schulter. Ah, scheiße. Brust auch. Aber ihr seht, auch nach einem Schulterabriss werden die Schultern weiter trainiert hier. Das war ein langer Prozess, bis ich auch die Beweglichkeit wieder hatte, mit der Schulter nach hinten, ohne Schmerzen. Das glaube ich. Also ich kenne das ja von beiden, vom Bizep und vom Trizep. Der Trizep, das ist ja schon lange her, 2002, da war ich noch Junior, da war ich noch jung, 23 Jahre alt. Aber jetzt mit dem Bizep, das ist ja jetzt erst im Juni letztes Jahr gewesen, hatte ich 3 Monate Pause, dann wieder 3 Monate Aufbau, dass man wieder da, dann war man ungefähr da, wo man überhaupt vorher war. In 3 Monaten? Naja, ich war nach 3 Monaten wieder vom Gewicht da, wo ich, also nach 6 Monaten insgesamt, 3 Monate Pause, 3 Monate Aufbau. Aber das war halt von der Qualität viel schlechter. Ne? Also ich hatte halt ein bisschen Zugzwang. Ich musste schnell wieder aufbauen, weil ich ja eigentlich im Frühjahr auf die Bühne wollte. Und ja, irgendwann mal will ich ja mal mein Debüt geben. Dann kam ja leider die Corona-Zeit noch dazu jetzt, aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr im Frühjahr. Ne? Also Aufbau läuft auf jeden Fall, auch wenn man sich jetzt gegen dich so ein bisschen schmal vorkommt. Ja, du, auf der Bühne ist es anders. Hast du denn Tipps, wenn sich jemand verletzt? Ja, wie er schneller wieder auf die Beine kommt. Ja, da ich werde auch mal wieder gefragt. Also auf jeden Fall gegen die Entzündung, auf jeden Fall Curcumin habe ich immer genommen. Okay. Hab dann auf jeden Fall immer Bromelain. Ja. Früher hieß es Flockenzym. Gab es in der Apotheke immer. Das ist eigentlich Ananasenzym. Bromelain und Kollagen. Ganz wichtig. Wop-Enzym. Das ist dasselbe. Wop-Enzym ist Flockenzym. Das ist Bromelain. Also das ist das, was ich gerade meinte. Wie gesagt, und dann halt Curcumin gegen Entzündungsprozesse und natürlich Kollagen. Ganz wichtig. Kollagen. Wichtig zu wissen, dass es nur wirksam ist in Verbindung mit Vitamin C. Ihr müsst immer eine kleine Messerspitze Vitamin C dazu nehmen, weil das Kollagen kann sonst nicht in den Körper eingebaut werden. Das Kollagen ist es, was die Gelenke schmiert. Super. Und Regeneration von Bindegewebe. Generell. Das nach Weichteilverletzungen. Perfekt, also diese Kombination Curcumin, Bromelain und dann Kollagen. Also wenn ihr verletzt, euch verletzt habt, jetzt wisst ihr, was ihr nehmen könnt, damit die Regeneration beschleunigt wird. Was Wichtigeres gibt es ja nicht. Wie dick die Dinger sind. 53 hat er gerade gesagt. Kalt. Ja, kalt. Ja, da kann auch mal so ein 50er Arm schon mal schmal gegen aussehen. Also. Du hast 3 cm ausmachen können. Ne? Das ist brutal. Je nachdem, was man mit den 3 cm meint, kann das richtig viel ausmachen. Ja, 3 cm können eine Menge sein. Vier Arbeitssätze. Alles, was davor passt,
Passiert. Ist warm. Zählen wir nicht weg. Mit. Ja. Also jetzt noch zwei. Wisst ihr Bescheid. Hm? Vier Sätze. Danach Seitheben. Ja. Und dann die erste drückende. Machst du immer so Vorerschöpfung, ja? Ja, genau. Schwerendrückende Übung. Richtig. Wahrscheinlich, damit du das Verletzungsrisiko so sieht's aus. Minimierst, ne? Das hab ich mir schon gedacht. Ja. Gebrannte Kinder, weißt du? Ja, ja, ich kenn das. Ja. Schön. Ich hatte Schulter auch eine ganze Zeit lang Probleme mit der linken. Also nie Abriss gehabt, aber also ich weiß noch, ganz schlimm hatte ich es vor dreiviertel Jahren, wo wir zusammengekommen sind. Du weißt es bestimmt auch noch. Die Schultern. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin nachts aufgestanden. Ich wusste nicht links, ob ich liegen sollte auf dem Rücken. Ging gar nicht. Ich hab mich doll gequält in der Zeit. Was hast du da gemacht dagegen? Umgestellt. Ich habe die schweren Übungen auch dann rausgenommen. Ja. Frontdrücken und sowas alles. Das Dips habe ich rausgenommen. Ich habe mir früher Dips mit 100 Kilo ranhängen, habe ich 8 Stück gemacht und so. Ja, das war das Erste, was er mir gesagt hat, der Rich, nach meiner Schulter-OP, nie wieder Dips machen. Ja, also nie wieder schwierig. Königin der Übung, ne? Aber ja. So wirklich so eine Multifunktionsübung. Ja, kriegst du eine geile Brust, geile Schulter, geile Trizep, aber obwohl das auf allen Ebenen halt. Und fürs Gelenk ist halt alles. Fürs Gelenk ist es nicht gut. Habe ich ja zuletzt, ne, mit Jarek ein Video gemacht. Oh, ja, 2 Meter. Ist ja noch riesiger. Brutal. Und für seine Größe. Was hat er? 130 im Moment? Ja. 130 Kilo. Der ist gut aus. Schöne Proportionen. Richtig gut. Die Beine kommen langsam nach. Ja. Hier, schau mal. Ich habe doch gesagt hier, das Studio hat Geschichte. Und wenn du jetzt mal hier rumschaust, was da oben alles noch hängt, die werden die YouTuber und Instagrammer von heute, die kennen die gar nicht mehr. Hängen Liebler Brother. Hier mein ehemaliger Vorbereiter. Ist das nicht der Links hier? Das ist, doch auch, das ist der Fuchs, oder? Ist das der Fuchs? Ja, du weißt der war nicht. Auch bei Links mit bei der Dennis Wolf. Der ist bei der über 50 schon gestartet. Und hier, den kennt jeder, Markus Rühl. Weiß gar nicht, wie alt er war. Hier, da, Night of Champions. Wo die Night of Champions gewonnen hat. Auch schon lange her, ey. Ja? Und wie vorhin schon gesagt, seit 2001 hat der Rühl hier trainiert und hat sich hier vorbereitet auf die Meisterschaft. Oh, hier, guck mal, Jump hier. Ups. Ja. Auch tragischer Unfall beim Training. Oh, Bein, Alter. Weil es damals passiert ist, Alter. Ich hab das ja. Meine Fresse. Ja, für diejenigen, was hat er da Kniebeuge gemacht? Bei dem. Gott sei Dank. Beim Shooting für die Flex. Gott sei Dank aber am Rack. Ja. Und dann ist er nach vorne weg. Und das Gewicht ist auf ihn drauf. Und dann waren die. Beide Quadrizeps hat er sich abgegeben. Die Haxen futsch. Ja, dann fangen wir mal an mit Seitheben, ne? Bist du warm? Ja, cool. Gucken, was hier geht. Greg Titos. Ja. Und hier Greg Kovac. Auch ein Monster gewesen. Und die Übung, die wir heute noch machen, ist da hinten. Hier schon mal. Ja, die ist legendär. Das ist wirklich richtig geil, wenn man sich da im Spiegel sieht. Sag ich doch. Kennst du die DVDs von Markus Rühl? Nein. Und da an dem Teil da, das hat er sich völlig verausgabt. Also, oder einer ähnlichen. Weil er hat noch irgendwie Gewichte draufgesteckt. Das müssen wir nachher machen. Was nimmst du jetzt hier? Was doch mal 10er. Ja, Alter, die wiegen doch alle mehr, als draufsteht, oder? Ja. Alter, wollen du mich verarschen? Was sind die Markus Rühl-Gewichte? Ey, ich trainiere eigentlich mit 14. Hier steht 10 drauf. Das gibt's doch gar nicht. Sag mir das nicht. Was ist hier oben? Ja, früher habe ich mal seitdem eine 42er Kurzhandel gemacht. Echt? Ja. Nee, bei mir ist eine 15. Ich habe Bizep gemacht mit 110, habe ich 6 Stück gemacht Bizep. Seitdem mit 42er Halber. Bankdrücken habe ich mit 210er Sätze geschoben. Ja. Naja, jenseits der 40 bis dann wird das alles nichts mehr so. Ja, du kannst es nur noch versuchen, so den Verfall aufzuhalten. So ab 40.
Schwer, echt schwer. Es gibt einige echt Talente, sage ich mal, die schaffen einige wenige, wie zum Beispiel Thomas Scheuer oder so. Die haben ja wirklich über Jahre hinweg schon ihre Form jetzt. Auch Ronny Rockel, ich glaube 48 ist er mittlerweile. Immer noch gut in Form, ne? Wenige Ausnahmen. Viele kommen wie so eine Rakete und dann sind sie auch weg nach 2-3 Jahren. Also das Kontinuierliche ist halt das Wichtige. Ne? So, ich hoffe, die sind jetzt auch irgendwie nur 22 Kilo schwer. Wie so eine Markus Rühl 30er oder so. In der Diät gehe ich dann wieder hoch. In der Diät mache ich dann wirklich 15. Okay. Jetzt im Aufbau bin ich immer so bei 8 bis 10. Ich mache auch viele Sätze, dadurch, dass ich halt kein Nackenloser habe. Das habe ich automatisch mit drin, dadurch, wenn ich die so hoch halte. Ne? Also die geht ja automatisch mit rein. Irgendwie. Dafür, dass ich den nicht gesondert trainiere, geht er glaube ich. Kann man da machen, glaube ich. Was suchst du? Ja, ich überlege, ob ich 30 nehme oder ich bei 27 bleibe. Was machst du sauber? 27? Ich mach bei 27 gleich. Ja. Scheiß mit dem Ego. Weg mit dem Ego. Geil aus. Mhm. Ja, das ist cool mit dem Orange hier, das gefällt mir. Was ist das genau, mein Ding? Ist das jetzt 124? Ja. Was im Bauch, Alter. Also ich bin jetzt bei 110, aber die Form ist noch okay. Ja, auf jeden Fall. Da war schon schwammiger, oder? Da war ich schon mal schwammiger. Obwohl ich jetzt das höchste Gewicht habe, was ich hier hatte. Speck und Wasser. Speck und Wasser, mein Respekt. Ich sehr viel davon passiert, sehr viel Speck und Wasser. Sag mal eingehen bei Instagram, Hashtag Speck und Wasser. Nur meine Fotos drin. Die Schultern. Ah, fuck. Alter, mir brennt jetzt schon, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man anhalten soll. Das ist die Schulter, wir müssen entspannt kriegen. Jetzt nur eins weiter pumpen. Ja, muss wohl. Ja, wenn der Pump zu stark ist, dann hast du entweder zu viel Gummibärchen gegessen oder was anderes. Der Nachname von Zweilauf, bist du Holländer oder? Von Zweilauf. Nee. Das Adlig. Die ist gut, gell? Ja, die hat zwischendurch so ein, wo er dann nochmal nachgibt, wo du nochmal richtig Schub geben kannst, ne? Ja. Ob der auch wieder den ganzen Block machen möchte? Ich geh jetzt nur da unten so schlecht auf. Pump ist mies, ey. Spaß. Ja.
mal, was der Bank wieder für eine Power da in der Bewegung hat, ne? Ja. Nicht so, dass er erschöpft ist, das ist so der Muskel. Das Brennen ist so heftig. Ja. Ich habe jetzt in den letzten Wochen so viel zugenommen. Ich war zwischendurch mal runter auf 104. Oder ja. Wie eine Lokomotive. Sie muss nur gefüttert werden mit Kohlen. Sie meinte eher den Boden. Also auseinander sind. Ich weiß nicht, wie viel Schritte das Ding hat hier. Ist das 5 oder 10er? Was denn ist gerade an? Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht übernommen. Also oben steht hier irgendwie 5 drauf, aber da sind wir ein bisschen größer. 10 vielleicht? Aber er braucht ein größeres Körbchen hier. Nein, aber ey, die sitzen perfekt. Ich muss hier nochmal ein ganz großes Lob. Also genau der Schnitt, genau das mag ich ja. Ne? Bei Messerschulter sitzt genau schön tief, eine Taille schön eng. Und das ist geil. Das ist gut, so mag ich das. Auf. Jip, jip. Ja, yeah. Easy. Und auf. Drei. Vier. Fünf. Jawohl. Und rück. Ja. Damit ihr sehen könnt, wie schwer und so das tatsächlich war, versuche ich das auch mal. Du musst genauso laufen. Ich muss es nicht bekommen. Aber ich würde jetzt mal hier eine Anekdote an Leonidas. Ich glaube, ich habe auch echt keinen guten Tag hier. Sehr ne? Gut. Zwinker, zwinker, Leon. So raus. Schub! Komm jetzt, ich will dich. Easy! Ja, komm! Und hoch die Scheiße jetzt! Ach, ganz schön. Hey, drei Stück, wa? Ja, ist gut. Der war zu schwach. Ja. Aber hey. Dick? Also bei dem Gewichten von schwach zu reden, ich glaube, die meisten schaffen es nicht mehr von einem. So, Leonidas, sag doch mal, ich habe heute ja, sag doch mal so. Aber ich habe gerade geil ist auch so, ich muss mal gucken, ob das geht. Ich habe gestern schon Schulter trainiert. Mal gucken, ich wusste und nicht, dass aber immer. Ich wusste nicht, dass ich Leistung. Und bringt Leistung, die jenseits von Menschen ist. So, das versucht erstmal so ein bisschen. Ja, ja. Also das ist wie wenn er 380 beugt und sagt, das ist heute scheiße, ich hatte gestern schon 400 drauf, weißt du? Ja, das ist. Ja. Aber also, wir haben jetzt mal letzte Übungen, noch mal ein bisschen was für die Hinteren, dann war es das. Oder, Robin?
Ja, ich denke auch, wir haben genug Schultern. Dann kommt es interessant, dann kommt das Essen. Dann wird lustig. Oh yeah! Das ist Spezialgebiet. Ja, ja, das ist ja der Sinn des Trainings. Wir wollen ja nicht fett werden, deshalb, weil wir viel und gerne essen, müssen wir uns viel und gerne bewegen. Und da ich nicht gerne laufe, muss ich halt diesen Scheiß hier machen mit den Gewichten. Dann mache ich aber grundsätzlich ganz schön viel falsch, weil ich esse immer nur. Markus ist nämlich mein Coach. Wenn wir über ein Steakhouse gehen, dann, weißt du, der isst immer so ein Steak, 200 Gramm. Und dann esse ich das, ich esse immer das Steak, sagt dem, ich habe noch Hunger. Sag, stell dir ruhig noch eins, mein Sohn. Ich isst so, du bist doch jung, du kannst das. Dein Stoffwechsel ist doch super. Und dann isst er so ein Kilo Fleisch. Und dann haue ich mir noch eins rein. Und dann jammert er 5 Minuten, dass er Bauchweh hat. Und dann gibt es dann so ein Eis nachtisch. Ja, ein Kilo Fleisch, das hatte ich in der Diät, ey. Tatsächlich ein Kilo Fleisch gegessen immer. Ja. Musste ich umstellen. Meine Harnsäurewerte zu hochbringen. Also Leute, wenn ihr viel Fleisch esst, und man mal regelmäßig auch mal Blut abnehmen lassen, kann echt zu erhöhten Harnsäurewerten führen. Und da gibt es Produkte, die das ein bisschen verbessern. Kidney Plus zum Beispiel, die wirken auf die Nieren positiv. Aber in Verbindung mit Ernährungsumstellung natürlich. Ne? Und ich habe dann einen Teil des Fleisches mit Milchprodukten tatsächlich ersetzt. Viel Quark und Whey-Protein und sowas. Und das funktioniert viel besser. Man kann auch auf die Menge Eiweiß kommen ohne dieses viele Fleisch. Nur für die, die immer sagen, Eiweiß aus Milchprodukten ist minderwertig. Das ist Käse. Das ist Quatsch. Mager Quark hat eine höhere biologische Wertigkeit als Hähnchen. Ja, ein bisschen viel Hähnchen. Yep, yep. Oh. Blut im Kopf. Jetzt kann ich bestimmt irgendwelche Mathematikaufgaben im Flug berechnen. Wir kommen jetzt so langsam dem Ende entgegen. Hier der alte Mann hinter mir, der kann schon seit einer halben Stunde nicht mehr. Seit gefühlt dem Anfang schon. Das hat er seinem unaushaltbaren Pump zu verdanken. Aber man sieht es ja auch. Der Kerl ist aufgeblasen wie so ein Maikäfer. Und schnappt nach Luft. Schon die ganze Zeit. Ja, das Problem ist echt die Schulter. Die Luft geht eigentlich noch sauber. Ja, manch einer wird es kennen. Wenn die Schultern zu voll sind, kriegst du nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich sie halten soll. Und, du weißt nicht, wie du sie halten sobald sollst. Sobald ich komme und gehe oder sobald ich wieder normal stehe und gehe, laufen sie wieder voll. Okay, heute haben wir genug gejammert. Wir freuen uns alle natürlich nachts aufs Essen. Stell dir das ein ins Steakhouse. Und dann gibt es ordentlich Proteine in der Reihenform. Sehr, sehr geil. Ja? Aber für Robin heute? Salat! Nur Salat. Ja? Auf jeden Fall. So, ich muss jetzt. Also, wenn du die mit den 90ern machst, dann kriegst du von mir ein Monatsgehalt. Die habe ich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelegt. Ich habe ihn ja so ein bisschen abgecheckt, mein Team. Ich glaube, die 90 schafft er nicht. So, ich würde sagen, in diesem Sinne war es das Training von heute. Wir sind bedient. Wir sind zufrieden. Und wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Vor allem die Glocke alarmieren bei ihm, abonnieren und so weiter, kommentieren, wisst ihr Bescheid. Mehr brauche ich gar nicht sagen. Genießt den Sonntag.